Spiel des Jahres. Nach langer Beta und noch längerem Warten gibt's Baldur's Gate 3 jetzt endlich auf der PS5. Das Teil ist ein absoluter Pflichtzock für euch, selbst wenn ihr mit Dungeons & Dragons nix am Hut habt. Ich zeige euch diesmal warum und warum das Spiel so richtig aufblüht, sobald man es auf der PS5 mit DualSense in der Hand spielt. Gefühlt redet ja absolut jeder gerade über Baldur's Gate 3 und das auch anscheinend zu Recht. Rekordscore auf Metacritic, haufenweise Lob an Larian Studios, das Entwicklerstudio, jetzt endlich die PS5-Version. Aber mal kurz für alle, die bis vor kurzem im Diablo-Koma lagen und sich jetzt fragen, was ist eigentlich dieses Baldur's Gate 3? Baldur's Gate 3 ist erstmal ein relativ klassisches Rollenspiel. Mit klassisch meine ich wirklich auf den ersten Blick Beethoven klassisch, so gepuderte Perücke, ihr wisst, was ich meine. Dungeons & Dragons bestimmt hier sowohl Story als auch das Spielsystem. Das heißt, wenn ihr etwas machen wollt, dann wird gewürfelt, wie mit Freunden am Küchentisch. Euer Charakter, der hat Werte und Fähigkeiten, die die Würfel vereinfachen oder erschweren. Je nachdem, wie schwer das ist, was ihr versucht, desto höher müsst ihr auch würfeln. Und jetzt wissen wir auch, warum Larian hiermit Werbung für das Game gemacht hat und nicht hiermit. Aber glaubt mir einfach, den entscheidenden Dialog wegen Würfelpech zu versemmeln, das frustet ganz ähnlich wie diese Sympathieträger aus Elden Ring. Aber wenn die Würfel richtig fallen, fühlt sich so ein kritischer Erfolg an, wie zum ersten Mal eine PS5 auspacken. Versprochen. A familiar sensation. Nur so als Beispiel, ich würfel jetzt eben mal auf einen Like von euch. Aber um was geht's hier eigentlich? Natürlich gibt's jetzt hier bei uns keine Spoiler zur Story, sondern nur die groben Grundzüge. Aber wenn ihr auch die nicht wissen wollt, dann springt einfach hier hin. Hier geht's jetzt erstmal nur um die erste Cutscene des Spiels. Und ich erkläre es ohne irgendwelches D&D-Vorwissen. Ihr wurdet entführt von diesem Cthulhu-Oktopus-Mann, der euch dann einen Hirnparasiten einsetzt, um euch zu verwandeln. Sein Oktopus-Schiff steuert er mit Ninja-Fingerzeichen und entführt dabei immer mehr Leute, bis Drachenreiter auftauchen und ihn in die Flucht zwingen. Psst. Hört ihr das auch? Hört ihr auch den Feuersturm, den jetzt die D&D-Fans in die Kommentare tippen? Hört ihr? Ja. Das Schiff, das springt dann durch verschiedene Welten und von da an müsst ihr aus dem Schiff entkommen und sucht danach einen Weg, den Parasiten aus eurem Kopf zu kriegen. Auf ganz verschiedene Wege. Das klingt erstmal alles richtig schön drüber, ist es auch. Und sieht durch die Grafikpower der PS5 auch exzellent gut aus. Aber was macht Baldur's Gate jetzt so besonders und warum müsst ihr es unbedingt spielen? Kurz gesagt, die Möglichkeiten. In Zahlen bedeutet das 174 Stunden Cutscenes, sagt das bloß keiner Kojima. 17.000 verschiedene Enden. Baldur's Gate 3 ist extrem groß und dabei immer noch durchdacht. Jede Ecke fühlt sich liebevoll gestaltet an und ich kann als Spieler tun, was auch immer ich will. Ein Beispiel. Ihr könnt natürlich einfach so in ein Goblin-Lager laufen und dort alles platt machen. Ihr könnt aber auch versuchen, den Anführer der Goblins zu verführen und die Situation dann so zu lösen. Oder ihr verwandelt euch in die Katze des Goblin-Anführers, dessen Tagebuch ihr vorhin geklaut habt, sorgt so dafür, dass er emotional wird, in Tränen ausbricht und die anderen Goblins ohne Führung einfache Opfer sind. Option 3 ist meine, weil Katzen. Oder hier, der Gnom an der Windmühle. Ihn retten oder nicht? Wie werden wir uns entscheiden? Glaubt mir einfach, egal welchen Quatsch ihr euch ausdenkt, in Baldur's Gate 3 könnt ihr und eure Begleiter diesen Quatsch auch genau so umsetzen. Und Begleiter ist auch ein gutes Stichwort. Baldur's Gate hat fantastische Charaktere und unzählige kleine Geschichten, die ihr erleben solltet. Und das trifft vor allem auf die NPCs zu, die ihr als eure Begleiter mitnehmen könnt. Klar, ihr trefft die Entscheidung, wie sie sich verhalten, vor allem im Kampf, aber trotzdem fühlt es sich zu keinem Zeitpunkt so an, als wären das nicht vollwertige Figuren mit einem eigenen Kopf. Wundert dann ehrlich gesagt auch nicht, dass die heftigsten Debatten im Netz darüber geführt werden, wer davon der perfekte romantische Partner ist. Für mich gibt es nur eine richtige Antwort, nämlich sie hier. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, ich meine
Nur falls im Schnitt wieder jemand meint, super lustig sein zu müssen. Ich rede über genauso individuell und echt wie die NPCs im Spiel, könnt auch ihr euren eigenen Charakter natürlich anpassen. Bringt dafür ein bisschen Zeit mit. Dieser Charakter-Editor ist fantastisch. Nicht nur, weil ich wirklich jedes Mal dachte, als ich auf zufälliges Aussehen gedrückt habe, wow, das ist es, viel besser geht's eigentlich nicht. Dann habe ich nochmal drauf gedrückt. Selbes Ergebnis. Ich hätte es nicht besser hinbekommen. Ihr könnt hier wählen aus 8 verschiedenen Völkern, 12 verschiedenen Klassen, 46 Unterklassen und 8 Genitalien. Hier wurden Prioritäten richtig gesetzt. Hier das wichtigste Argument für Baldur's Gate 3. Es macht Spaß. Egal wie ihr es spielt. Es macht einfach Spaß. Ich hatte so am Anfang so ein bisschen die Angst, dass mich das frustriert, schlecht zu würfeln und dann einfach Pech zu haben. Aber das hier ist kein Spiel, in dem es um Gewinnen oder Verlieren geht. Auch Scheitern bringt die Geschichte weiter voran und hält sie spannend. Diese Welt will einfach erlebt werden und nicht besiegt. Klar, man muss sich darauf erstmal ein bisschen einlassen. Aber sobald ihr das könnt, gibt euch Baldur's Gate 3 dafür die weirdesten und einzigartigsten Geschichten, die ich in der Gaming-Welt je erlebt habe. Aber warum ist das Ganze jetzt auf der PS5 so perfekt umgesetzt? Naja, ich sag mal so. Die Steuerung mit dem DualSense-Controller ist schlicht und ergreifend smooth. Ähnlich wie bei Diablo merkt ihr plötzlich, wie angenehm es ist, nicht jedes Mal klicken zu müssen für jeden einzelnen Schritt, sondern den Charakter einfach direkt zu steuern. Natürlich gibt das auch ein paar Herausforderungen. Wenn man alles machen kann, dann braucht man auch viele Möglichkeiten zur Auswahl. Und das ist mit Auswahlrädern super gut gelöst. Es ist übersichtlich, schnell zu bedienen. It works. Noch so ein Problem, welches oft in RPGs aufkommt, Sachen durchsuchen. Klar, das ist ganz cool, jede Schublade einzeln öffnen, Sachen rausholen. Aber es kann auch schnell nervig werden, je mehr es Schubladen gibt. Eine ganz coole Option, die sich Larian Studios überlegt hat, ihr könnt natürlich einfach zu dem Stapel Truhen gehen und jede einzelne so öffnen. Allerdings könnt ihr auch X gedrückt halten und so scannt euer Charakter Interaktionsmöglichkeiten und gebt euch dann praktisch eine Auflistung davon. Da könnt ihr dann eben einfach die Truhe auswählen und er läuft von alleine dorthin und plündert diesen. Hätte ich persönlich gerne im Real Life, wenn ich mal wieder meinen Schlüssel suche. Täglich. Insgesamt ist die Umsetzung auf der Konsole einfach eine 1+ mit Sternchen und auch das muss einfach mal gewertschätzt werden. Baldur's Gate 3 ist ein riesiges, ein fantastisches Paket voller Fun und kommt von Menschen, denen man den Bock auf ihr eigenes Spiel und die Thematik auch ansieht. Ich meine, das hier ist ihr Gründer. Behold the secret sauce of Dungeons and Dragons! Ich liebe diesen Mann. Naja, holt euch Baldur's Gate 3 und wisst ihr schon, welche Klasse ihr nehmt? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Lasst doch gerne ein Abo da, damit ihr weiterhin nichts dazu verpasst.